Hallihallo, Hallöchen und ein herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir sind momentan hier unterwegs und wollen natürlich noch die letzten Triforce-Teile einsammeln. Dazu würde ich aber sagen, ja, gehen wir erstmal unten in Hono und uns auf jeden Fall noch die letzte Schatzkarte und da unten das Triforce-Teil. Dann haben wir direkt so zwei Sachen auf einmal. Ist ja der Wahnsinn, so viel auf einmal. Ich benutze jetzt erstmal eine neue Aufnahmemethode. Sollte also irgendwas tontechnisch noch nicht so ganz stimmen. Tut mir das leid, wird denn sich in den nächsten Parts verbessern. Versprochen. Also wirklich versprochen. Oh, er nimmt die Maus mit auf. Das ist ja doof. Das finde ich ja doof. Ach ja. Aufnahmeprobleme, wa? Nein, alles gut. Wirklich, was ist denn wieder los mit mir? Warum bin ich denn so unprofessionell? Absolut unprofessionell. So, da müssen, auf die Seite müssen wir hin. Hier versteckt sich scheinbar irgendwo ein Triforce-Teil. Ich denke mal, da vorne auf der Insel würde zumindest Sinn. Ah! Ficken! Ist das die, wo ich jetzt schon. Oh, warte mal. Oder ist es einfach nur das da, wo das Licht da rauskam gerade? War circa hier. Hier war das circa. Genau. Oder war das jetzt einfach da drin? Ist das jetzt einfach da? Teufelsplitter! Noch vier! Ich muss noch zu einem Terry. Ich muss noch zu einem Terry. Oder habe ich schon die Futter gekauft? Ich muss noch zu einem Terry hin. Beutetasche. Ich habe das einmal. Ich brauche das aber mehrfach. Los! Ist hier ein Terry? Ich guck mal auf die Karte. Ich habe eine Terry-Karte. Hier, wo ich jetzt bin. Ja, da ist vorne ein Terry. Sehr gut. Ich werde mal auf die Karte nebenbei gucken. Das ist alles so schön. Da brauche ich euch gar nicht mit belasten, dass ich dann nebenbei ganz auf die Karte gucke und dann schaue, ist hier ein Terry? Ist hier keiner? Fragen über Fragen über Fragen über Fragen, die sich alle fragen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Oh! Get up, Terry. Ja, ich möchte etwas kaufen. Und zwar das, ja. Ich möchte es nochmal kaufen. Dann brauchen wir ein paar mehr. Thank you. Ich würde sagen, einen holen wir noch. Einen noch. Danke, ich bin ein Lieblingskunde. Das ist aber schön. Komm, nehmen wir das noch mit. Dann haben wir jetzt 10 Punkte vor. So, gut. Bye. Ich hoffe, das reicht jetzt. Wir brauchen nämlich gleich, wir müssen eigentlich, das ist nämlich gleich eine Sache, die wir noch nie gemacht haben. Die man aber tatsächlich öfters benutzen kann und eigentlich auch muss, wenn man zumindest 100% spielt. Da vorne ist übrigens noch eine Galerie. Da waren wir auch noch nie, ne? Ja, ist auch egal. Ist ja auch egal, wo wollen wir denn da? Was wollen wir denn da? So, jetzt müssen wir so ein Stück nach oben, denn da. Ich mach nochmal ganz bei mir, die waren jetzt gerade auf. So, genau, denn da oben, so das Stück, wo wir jetzt gerade reinfahren. Ich denke mal, wahrscheinlich da bei den spitzen Dingern da, ist irgendwo noch eine Triforce-Karte versteckt. Und die müssen wir natürlich auch holen, weil, ja, wir brauchen die Triforce-Splitter. Ich weiß noch nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir sind tatsächlich hier, um alle Triforce-Splitter zu sammeln. Ist der Wahnsinn, oder? Ist einfach der Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich meinte. Ja, es ist tatsächlich das. Gut, Gott sei Dank habe ich so viele Dinger gerade gekauft. Denn die können mich alle gebrauchen. Wir müssen mich jetzt eine Möwe uns holen und müssen da oben Dinger aktivieren, um dieses Tor da vorne zu öffnen. Hui, 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 hui. Flaschen, ist da irgendwas für mich? Greift mal die Schweine auf dem Portemonnaie an. Nö, eigentlich ungerne. So, da oben sind Sachen, die aktiviert werden müssen. Dieses müssen wir alles mit einer Möwe machen. Die Möwe, so. Gib ihm. Und zack. Schon so wie eine Möwe, die wir steuern können. Wir müssen so nicht getroffen. Das ist schlecht. Vor allem gehen die nach einer Zeit wieder aus. Das ist eher schlecht, dass ich das nicht getroffen habe. Das war die 1. Oh, shit. Oh, nein! Oh, fuck.
Das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt. Dann muss ich gleich nochmal hier lang fliegen. Supi. Oh ja, und wie ich hier gleich nochmal lang fliegen muss. Machen wir nochmal. Fuck it. Besten wäre so, weißt du, dass du mit einem Sturzflug das nochmal berühren. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal zählt, wenn ich jetzt mal berühre. Oder ob es jetzt die ganze Zeit aktiviert wird. Ich glaube nämlich nicht. Lieber nochmal zur Sicherheit berührt. Komm schon, ich muss alle berühren hier, Mann. Sonst kriege ich, sonst komme ich da doch nicht rein. Das ist gar nicht mal so einfach, diese Möwe zu steuern. Bin ich mal ganz ehrlich. So, da ist wieder runter. Mit Hass. Nein, aber das ist noch aktiviert. Komm schon, komm schon, komm schon. Das zählt einfach. Nicht mit Hass runter? Das zählt nicht? Oh nein! Oh scheiße. Ah, oh, komm her. Genau. Oh, guck mal, das kann ich euch alle besiegen. Zack. Guck mal, da geht ihr mir schon mal nicht mehr auf den Sack. Noch irgendwo einer, der auf die Fresse will? Bisschen höher. Oh, wenn ich den da oben treffe, wäre natürlich Trickshot, oder? So. Ich treffe ihn jetzt da oben, ist mir egal. Ein Stück höher. Ein Stück höher. Oha. Kleines Stück tiefer. Komm schon. Wow. Fast. Aber fast ist nicht getroffen. Oh Mann. Du musst es nochmal machen. Hilft ja nichts. Müssen wir nochmal durch. So, dann hüpf mal. So, das war die 1. Immerhin sind schon mal nicht mehr so viele Vögel da, sondern nur noch einer. Alle anderen. Die bleiben an? Wait a minute. Habe ich jetzt doch schon alle aktiviert? Ich habe scheinbar schon alle aktiviert. Warum aktivierst du dich jetzt nicht, du scheiß Tür? Haben wir scheinbar angemacht. Oder muss ich da oben noch was drücken jetzt? Hä? Nee, Piss. Scheint doch. Da sind doch scheinbar alle an, oder nicht? Was? Ja, dann. Flieg nochmal los, Vogel. Wo fehlt mir denn was? Ach, der ganz oben wahrscheinlich, ne? Oh, Mann. Ich hab gedacht, die gehen an der Zeit wieder aus, oder war es im Gamecube-Teil so? Oh nein, da muss ich niesen. Das Sache, da oben ist einer drauf. Ja gut, das hätte ich mir aber auch denken können. Ich bin ein Idiot. Das, Oh nein! Oh, komm schon, aktivier das Ding. Auch wirklich nicht? Jetzt komm schon, aktivier das Ding. Dankeschön. War doch gar nicht so schwierig, oder? Nee. Gut. Weiter geht's. Hallo. Rubine. En masse. Aber wie viele Rubine, ne? Ist der Wahnsinn. Wir brauchen echt viele für fucking Tingles. Hier kriegen wir jetzt eine Rubine und vielleicht noch ein paar. Wie heißen die? Glücksketten. Wir brauchen noch fucking 5 Glücksketten. 5 Stück? Wo soll ich mir die aus dem Arsch ziehen, oder was? Das ist ja Wahnsinn, ob ich die mir aus dem Arsch ziehen soll. So, einfach mal öffnen. So, öffne mal. Öffnen. 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 Dankeschön. Triforce-Karte. Nice.
Nein, das ist nicht verschüttet. Ja, das machen wir bei Tingles. So. Dann fehlt uns hier eigentlich nur noch. So, Wahnsinnskarte. Dann haben wir alle davon. Gut. Dann haben wir soweit alle davon. Das ist schon mal ganz gut. Ganz, ganz gut ist das. Dann, meine lieben Freunde, würde ich mal sagen, was das für den Part heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ihr das auf jeden Fall eine positive Bewertung, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Bis dahin. Tschüss.